Also ich bin gerade so ein bisschen entsetzt hier, muss ich sagen. Ich bin eigentlich hier, um eine Trauung zu halten und nicht hier, um den Platz aufzuräumen. Und auch die nächsten Partygäste wären doch besser zu Hause geblieben. Statt Vergnügen gibt es Arbeit. Oh, wie freut das, euch so zu sehen. Ja. Hallo, ne? Und dich auch. Ah, hey. Ihr wart auf meinem Geburtstag gar nicht da, aber jetzt seid ihr da. Ich bin glücklich zu sein. Danke für die Einladung. Oh ja, danke. Das ist lieb. Ist hier noch gar nichts fertig? Petra wird euch einweisen. Die wird euch sagen, was ihr zu tun habt. Wie einweisen? Ich hab keine Zeit. Ich muss noch für die sanitären Anlagen sorgen. Einweisen? Ne? Jupp, kommst du bitte mit? Wir bauen die sanitären Anlagen auf. Die Kreativität des Sparexperten kennt scheinbar keine Grenze. Gepinkelt wird bei Stefan in freier Wildbahn. Wer braucht schon ein Toilettenhäuschen? Du kannst die Leute doch nicht hier in der Öffentlichkeit ihre Geschäfte machen. Nein, das kommt doch. Das wird alles noch genau beschildert. Stefan, das ist alles in Ordnung. Ich fass es nicht. Also ich habe wirklich Angst, Jacqueline abzuholen. Wenn sie sieht, was hier los ist, das gibt mächtig Ärger. Hier ist für die Männer. Nein, Stefan, das ist dann nimmst du bitte den Stock und markierst den Eingangsbereich. Dass wir den genau drin haben. Ich will nicht, dass die hier kreuz und quer laufen. Das haut nicht hin. Wenn die doch alle betrunken sind, sollen die genau wissen, wo sie hingehen. Nee. Markier da. Ich fasse es nicht. Von der Planung von mir war alles super. Aber auch der beste Plan muss scheitern, wenn das Personal nichts taugt. Und dem Personal bleibt mittlerweile so ziemlich nichts mehr erspart. Hier los. Ihr wollt ja wohl leben, wie die Morden oder was? Ja, wieso denn nicht? Soll nicht jeder. Hast du das Wasser von der Wurst weggegossen oder was? Ja, natürlich. Wer soll denn das tun? Es hätte ja eventuell gelangt, wenn jeder erst mal so ein Stück und das andere auf Halde. Das langt doch erst mal. Der Abend ist doch lang. Was? Man kann sich das doch einteilen. Du kannst doch nicht gleich jeder eine Wurst oder so und dann auf vollen Magen so viel trinken. Das macht man einfach nicht. Ja, aber wenigstens eine Wurst können wir doch essen. Also Stefan betitelt sich ja immer total gerne als Sparfuchs. Er spart gerne und das findet er toll, aber wenn ich mir das hier heute so angucke, das ist so ein echtes Sparschwein. Doch dessen nicht genug. Stefan hat natürlich nicht vergessen, dass zu einer richtigen Hochzeit auch Ringe gehören. Aber das Folgende entsetzt selbst den hartgesottenen Jupp. Ich halte fest, wir bauen die Ringe selber. Ich bin kreativ. Das ist ernst, oder? Stefan, was willst du? Ja, sich du bitte ab. Stefan ist doch nicht da. Aber nicht so eng. Das ist meine Hochzeit. Wir wollen nicht so geizig sein. Eheringe machen? Na ja, klar, die baue ich selber, ja klar. Also ich komme mir schon langsam verarscht vor vom Stefan, weil ich mich schon auf der Suche hier, ob irgendwo ein Mensch gleich aus dem Büsche springt und sagt, hier verstehen Sie Spaß. Jupp, es ist meine Hochzeit. Du bist ja nicht bei Mr. Geiz oder so. Du kannst ruhig ein bisschen größer abschneiden. Die Stücke. Halt mal richtig fest, Mensch. Kannst du das auch nicht? Ja, Jacqueline dreht durch. Aber bestimmt nicht vor Glück, wenn ihr das sieht. Da ist das gute Stück, Stefan. Nicht so vorsichtig, Mensch. Ja. Die können biegen. Pass auf, pass gut auf jetzt. Du nimmst dir bitte die Finger da weg, das ist ein Trauring. Während für den Bräutigam alles nach Plan läuft, macht sich auch die Braut an die Vorbereitungen. Doch schwant ihr bereits zu Hause nichts Gutes. Wo ist Papa? Ich habe keine Ahnung, der hat da nur irgendwas so hingelegt. Keine Ahnung. Was ist das denn für ein Kram? Was soll das sein? Ich habe keinen Plan. Oh. Lass mal die Schilder dran. Dann können wir die Sachen wieder zurückbringen. Liebe Grüße, dein Mann. Was für Schilder? Was ist das denn? Hallo, wo ist mein Kleid? Was ist das denn? Warte mal. Warte mal, Stefan, Telefon. Ja, das ist ja. Ja, warte mal. Ja, Job? Wer ist das? Jacqueline? Ja, Jacqueline. Stefan musst du haben. Ja, Moment. Stefan, was Jacqueline. Weiß ich doch nicht. Ich will dich mal haben. Ich bin nicht da, fertig. Ja, nee. Ja, was ist denn? Sag mal, wo ist mein Kleid? Wie dein Kleid? Ja, ich weiß nicht, hast du das von Margret und Hugo geholt oder so? Nee, die müssen da am Laden was vertauscht haben. Pass auf, ich schick dir den Jupp hoch. Und dann kommst du hier runter, ne? Tschüss. Der lädt auf. Fahr bitte hoch und hol sie ab. Okay. Sonst habe ich jetzt Ader ohne Ende. Was soll ich denn jetzt anziehen? Ja, ich weiß es nicht, Mama. Entweder es ist ein dummer Scherz von Ihnen oder er meint es echt ernst, aber... Irgendwie musst du dich doch anziehen, oder willst du da nackt hin?
Na, lass uns das anprobieren. Ja, dann komm. Ach. Freut man sich aufs Kleid und nichts ist. Wir ziehen das jetzt einfach durch, weil wenn das wirklich nur ein Scherz und mein Vater ist und wir bleiben hier, dann ist meine Mutter auch total traurig. Also ich will schon sehen, ob es jetzt nur ein Scherz ist oder die Wahrheit ist. Jacquelines Traum von einer perfekten Hochzeit scheint geplatzt. Doch Sonja versucht, ihr Mut zu machen. Vielleicht geht doch noch alles gut aus. Jetzt hat man ein bisschen mehr Vertrauen an Papa. Das habe ich verloren. Kopf hoch jetzt hier. Wir gehen da jetzt einfach hin so. Im Prinzip hat Sonja ja recht. Und wenn ich da nicht zum Heiraten hinfahre, dann wird es eben die Scheidung sein. Eine Stunde vor der Trauung ist Jupp im Begriff, die Braut abzuholen. Doch er bekommt das zu spüren, was sein bester Freund Stefan verbockt hat. Na, Mädels. Ach, hier ist gar nichts, Mädels. Ich hoffe, du hast Stefan in Reichweite gelassen. Ja, der Spinner. Ja, das ist das Brautkleid. Nee. Du, ich dachte, der hat mir das Brautkleid gekauft. Ja, das hat er wohl auf wieder umgetauscht. Und dann hat er mit dem Klöten hier geholt. Nee, also wirklich. Du, der ist unten am See, da ist die Vorbereitung am Machen. Das ist mir egal, was für Vorbereitung der macht. Der kriegt seine Vorbereitung. Ah, das darf doch gar nicht glaub mir, das schwör ich dir. Das gibt mir doch nicht sowas. Doch. Nun endlich ist es soweit. Alle warten gespannt auf die Braut. Doch die ist so gar nicht romantisch gestimmt. Sonja, nee, hier, guck dir das an. Toiletten im Wald. Ich guck dir den Scheiß an hier. Was soll das sein, Stefan? Das ist unser Buffet. Das ist richtig schmackhaft zubereitet alles. Das ist Müll. Das ist doch kein Buffet, sag mir mal. Wo ist mein Kleid, was du mir in der Hand versprochen hast? Ich wollte das weiße Kleid mit Schleier allen drum und dran. Du hast mir das versprochen, Stefan. Wo ist das? Ja, ich hab das gesehen und war einfach hin und weg. Ich hab einen Putzlappen, hab ich an. Hier, guck dir den Scheiß an, der geht nicht mehr zu. Ich wollte dich heute noch mal heiraten. Ich glaube, das hast du so ein bisschen vergessen. Das hast du nicht ganz da oben reingekriegt oder so. Ich weiß es nicht. Weißt du was, Stefan? Nach 25 Jahren Ehe tust du mir immer noch so einen Scheiß an. Weißt du was? Ich auch nicht. Aber ganz ehrlich nicht. Das wünsche ich dir. Guten Appetit. Ganz ehrlich. Viel Spaß. Tschüss. Schatz, warte doch auf mich. Warte doch. Also das mit der Torte, das finde ich richtig super. Das hat er so verdient, wirklich. Nach dieser Scheiß Hochzeit hätte ich das auch gemacht. Ich würde sofort nach Hause fahren, würde meine Sachen packen und dann aber tschüss. Und das nächste, was er von mir hören würde, das wäre vom Anwalt und dann würde er gar nichts mehr sparen. Hat Stefan seine Ehe endgültig kaputt gespart? Ich hab's dir gesagt, dass das so kommt, oder? Kannst dich auf ihn verlassen, für Pleiten kann er sorgen. Ja, Mama. Traumhochzeit. Das wäre, glaube, da weiß ich mehr, wie das Wort geschrieben wird. Jacqueline, was ist denn jetzt? Seit was ist? Komm, du. Dann lass mich in Ruhe. Ja, du sagst um dein Kleid. Mein tolles Kleid, was ich ja nicht gekriegt habe. Weißt du? Schade, es tut mir echt nur leid um die Torte. Ich hätte deine nehmen sollen, die du gebacken hast und nicht meine. Aber ehrlich, du hättest hier viel mehr draus machen können und nicht hier so ein Müll. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Womit hast du dir Mühe gegeben? Wo ist die Mühe? Wo? Ein Buffet? Für Hunde? Weißt du was, das dauert nicht mehr lange, da wirst du ganz alleine sein mit deinem allerbesten Freund. Das ist der einzige Freund, der dich nie verlassen wird. Und das ist dein komischer Mr. Money. Ich liebe dich doch, du musst mir doch ein bisschen verzeihen. Und versuch es doch wenigstens. Ich mach das auch irgendwie wieder gut. Irgendwie wieder gut? Wie willst du das wieder gut machen? Ich verspreche dir eine ganz schöne Hochzeitsreise. Und weißt du, was das mein Geschenk an dich ist? Du darfst sie planen. Und das soll ich dir glauben? Ja, ich bin nur von oben und guck dir ein bisschen auf die Finger. Ein bisschen. Jacqueline bleibt skeptisch. Eine Hochzeitsreise ganz nach ihren Wünschen? Vielleicht wäre das tatsächlich eine Entschuldigung für das Desaster. Töchterchen Sonja hält den Vorschlag jedenfalls für eine gute Idee und will, dass sich die Eltern wieder vertragen. Du musst ihnen halt auch mal irgendwie wieder ein bisschen Vertrauen geben, weil nur so kann man es auch aufbauen, Mama. Und Jacqueline, wird so ein dummer Trottel wie mich trotzdem noch mal heiraten? Ich liebe dich doch. Weißt du was? Du kannst ja zuckersüß sein, ne? Die schmeckt nicht nur die Torte. Ich mach mich noch mal sauber und du sagst noch mal, ja, okay. Komm okay. Ich hatte echt Angst, dass das jetzt der Punkt ist, der Endpunkt, dass es aus ist zwischen meinen Eltern. Aber mein Vater hat den Bogen wirklich noch gerade hinbekommen und ich bin echt froh, dass er es geschafft hat. Und so hat Deutschlands größter Sparfuchs noch mal mächtig Schwein gehabt. Fast hätte ihn der Geiz die Ehe gekostet. So muss seine Braut auf der Flucht nur noch einmal Ja sagen. Und das Glück zieht wieder in die Familie ein. Herr Stefan Graul, wollen Sie aus freien Stücken mit der hier anwesenden Frau
Jacqueline Graul noch einmal die Ehe eingehen, dann bitte antworten Sie jetzt mit Ja. Ja. Frau Jacqueline Graul, dann bejahen auch Sie bitte jetzt. Ja. Mit dem neu gewonnenen Eheglück zieht der Frieden wieder ein bei der Familie Graul. Und der Sparfuchs erstmal aus. Du bist die beste Frau der Welt. Ich habe mich nun doch überzeugen lassen, dass ich noch mal Ja sage, weil ich liebe ihn ja wirklich noch. Und er hat nun mal seine komischen Zeiten und Pläne und Macken. Ich weiß ja im Prinzip, wie er tickt und dass er nicht alles so perfekt hinkriegt, wie es eigentlich sein sollte. Auf das Brautpaar! Auf das Brautpaar! Hoch, Mann, Sie lieben! So, Mama, Papa, kommt mal her. Och, so.